Servus! Grüß euch, meine Freunde, hier im nächsten Unboxing-Video. Und zwar heute wieder, richtig, unser Ghost from the Past, the second Haunting. Und ich habe mir zwar gedacht, eine Box reicht mir, aber ich muss an der Stelle sagen, nein, ich war heute nochmal im Laden und habe tatsächlich nochmal zwei Boxen gefunden. Und da dachte ich mir, starten wir direkt rein! Jawohl, und hier sind sie nochmal, unser Ghost from the Past. Second Haunting, und zwar, wir wollen unbedingt ein dunkles Magiermädchen in Ghost Rare. Und nachdem es beim letzten Mal ja schon relativ gut geklappt hat mit einer Ghost Rare, schaut euch gerne das andere Video an. Hat mich mega gefreut, ich werde hier auf jeden Fall nichts verraten, aber ich hoffe, wir ziehen hier nochmal aus dieser Box vielleicht die eine, denn die Verteilung scheint recht gut zu sein. Und deswegen würde ich sagen, machen wir es direkt auf und ich drehe es auf die Rückseite. Wir haben 4 Ultra Rares pro Booster. Und 4 Booster, wir haben 4 Booster pro Box und 5 Ultra Rares pro Booster, genau. So, und dementsprechend ziehen wir heute noch eine raus, würde ich sagen. Jawohl. So, und diesmal ist es komplett andersrum. Ich habe mir heute Verstärkung mitgebracht von unserer hübschen, und wenn das kein Glücksbringer ist, weiß ich auch nicht. Ich habe schon ein paar Hüllen vorbereitet und ja, ich würde sagen, starten wir direkt rein, machen es direkt auf. Sei mal Drache. Und wir haben einmal den Chor im Himmel. Eine fossile Maschine Totenkopf-Buggy. Einen Tatsu Negro. Eine Zombie-Welt. Und wir haben einmal das heilige Wasser im Himmel. Jawohl. Als würden die Booster mir sagen wollen, spiel doch mal Sandboden. So, oh, jawohl, wir haben eine Hela. Saugeil, eine Karte, die ich wirklich noch nicht hatte und ich gerne gehabt hätte. Und hier haben wir eine Genereider, Boss des Untergangs. Sehr cool, die müssen wir separat legen. Ich habe tatsächlich keine Hüllen vorbereitet, ich habe keine Ahnung, ich habe zurzeit kaum noch welche. Geisterig Mumie, einen Quintet Magier. Jormungandr, Generator, Boss der Ewigkeit. Oh, und ein Chaos Crafter. Jawohl. Oh, dann müssen wir die alle rauslegen. Hier. So, jawohl. Dann haben wir einen Blue-Eyed Red Dragon. Weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Booster. So, wir bräuchten einen Increase. Und keinen Minimum Ray, aber okay. Minimum Ray. Dede Gelehrten Kopernikus. Plünderpatrouillen Schiff Lys. Eine aufblühende Blüte. Und wir haben einen Himmelskavallerie Kornblume. Jawohl. So, und jetzt unser Magemädchen Booster. Und da muss man ganz vorsichtig sein. Ich habe als kleines Kind tatsächlich früher alle Booster Packs aufgehoben. Hier die leeren Hüllen davon. Oh jawohl, ein Sendboden der Weisheit Merkur. Da ist immer was Gutes drin, habe ich im Gefühl. Einen Tengi Geist Aschna. Vampirsaugerin, jawohl. Einen seltenen Fisch. Und wir haben einen DDD-Schicksalskönig Zero Laplace. Jawohl, seltener Fisch und Vampirsaugerin. Können wir auch direkt rauslegen. Ja. So. Jawohl. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt unsere zweite Box auf.
Ist wahrscheinlich auch für mich die letzte Box. Beziehungsweise erstmal die letzte Box für heute. Aber ich denke, irgendwann muss man auch so sagen, ja gut, die Verteilung ist jetzt schon gut, aber wir ziehen ja keine raus. Keine Verteilung. Und so, jetzt haben wir noch 4 Booster. Und auch wieder mit den üblichen Artworks. Magemädchen, Rotdrachen, Ärzte und der Wendler, Cyberdrachen und weißen Drachen mit eiskaltem Blick. So, ich bin mega gespannt. Da sind immer noch ein paar Karten drin, die ich noch nicht kenne. Oh, jawohl, weißer Drache gleich kaputt. So. Wir haben einen Kessel der Leere. Geistertrick-Laterne. Niederträchtigen Cyber-Drachen. Einen Dedede-Duo-Dämmerungskönig Kaliuga und einen Drachlubion 97, jawohl, sehr cool. Und das Besondere ist, jedes Mal, wenn wir jetzt eine Karte ziehen und wir haben die ATK, dann wissen wir, welche Karte das ist. Oh, ich möchte nicht. Oh, eine neue Karte. Einen finsteren Vollstrecker. Cybers. Dedede-Wirbelschleim. Einen Yahtzee. Einen Mathe-Mech Edition. Und eine Geistertrick Mary, jawohl. So, eigentlich müssen wir die Packs noch ein bisschen vorsichtiger behandeln, aber bis jetzt ist alles gut. Oh. So. Einen Weißbart, der Plünderpatrouillen-Ausguck. Wo ist denn da das Gesicht? Ach, der hat nur Nase. Und Kopfband. Ja, sehr cool. Empfänger. Despianische Komödie. Rotäugiger Zombie Nekrodrache. Einen Cypher Zwillings Raptor. Und wir haben einen Schalden. Einen Schalenritter. Jawohl. So, und Magemädchen Booster. Mhm. Ein gutes Zeichen ist. Einmal Alter Geist, Ausfallsicherung, Vampir Grazie, eine reptilianische Brut, einmal Signet Konflikt und wir haben Dunklen Magier, den Drachenritter. Jawohl! Leider keine Ghost Rare, aber. Einen hübschen Yahtzee, einen hübschen Drachlubion, das lustige Schiff, jawohl, was habe ich hier, Jormungandr, Chaos Grafers, sehr cool. Eine Hela, Vampirsaugerin und den seltenen Fisch. Jawohl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute nochmal mein Probedurchlauf sozusagen, beziehungsweise meinen letzten Packs. Ghost from the Past, Second Edition. Und ja, sonst würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen nach oben. Oder macht ein Abo draus. Schreibt mir gerne in die Kommentar-Deckbox, habt ihr eine Ghost Rare gezogen? Und wenn ja, wollt ihr euer Magemädchen vielleicht mit mir tauschen?
Man weiß es nicht. Ansonsten würde ich sagen, macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.